Herr Heinreich, hallo, herzlich willkommen. Sie haben das Fest der Fliegen neben sich stehen und mitgebracht, Ihr neues Buch. Die Hauptfigur Alexander Svoboda ist ein passionierter Maler und pensionierter Hauptkommissar. Ja. Nach Ruhestand sieht das in Ihrem neuen Buch für ihn aber nicht aus. Na ja, gut, er hat am Ende des ersten Kriminalromans, im Dunkel der Zeit, hat er gesagt, nun reicht es mir. Mir stehen die Toten bis hier, ich mag nicht mehr und wollte nur noch malen. Aber das Schicksal, in dem Fall heißt das Schicksal Gerd Heidenreich und behauptet, er darf nicht nur noch malen. Und ich habe ihm eben eine Zufallsgeschichte untergeschoben, in der er dann sehr stark verwickelt wird, und zwar gegen seinen Willen, in eine neue, sehr abgründige Geschichte. Was soll er machen? Er muss ermitteln. Was ist das für ein Mensch, dieser Herr Svoboda? Gab es Vorbilder auch für die Rolle? Svoboda hat viel von mir selber. Also er hat ungefähr mein Alter, er malt. Ich habe als Maler begonnen, lange bevor ich Bücher geschrieben habe und mache das auch weiterhin. Also ich kenne mich mit der Malerei gut aus, das habe ich ihm gegeben. Er hat ein paar Macken, die ich auch habe. Als da wären, das interessiert mich auch. Das sage ich jetzt mal nicht, soll man lesen. Er hat auch das Rauchen aufgehört und hat damit auch nach 15 Jahren immer noch Probleme. Also das sind so ein paar Äußerlichkeiten. Aber insgesamt wollte ich eine Figur haben, die nicht diesen polizeilichen Ehrgeiz hat, sondern eigentlich im Grunde über jeden neuen Fall eher traurig ist, als dass er sagt, so jetzt setzen wir ja mal unsere ganzen Techniken ein oder was ist das schon wieder für ein Abgrund des Menschen. Und den Sie ihn jetzt nun wieder hineingezogen haben, ja, gegen seinen Willen, bleiben wir doch mal beim Fest der Fliegen, ja, bei der Geschichte. Das ist eine Mordserie. Die Spur führt zu einer fundamentalistischen Sekte. Mhm. Was hat, ja, Sie in dieser Konstellation? Also das ist eine, gereizt, sagen wir mal, eine katholische, fundamentalistische Bruderschaft, fanatische Marienverehrer. Das ist ja nicht so aus der Welt. Also das ist ja ein Problem, was wir in der Gegenwart haben. Nur die beiden Kirchen formulieren es noch nicht. Die Presse hat das längst entdeckt und aufgegriffen. Siehe der Fall Williamson, Pius-Brüder. Unverständlicherweise hat Papst Benedikt die wieder in die Kirche reingeholt. Das sind nicht die einzigen. Es gibt innerhalb der Kirche am rechten Rand und außerhalb der Kirche, der katholischen Kirche, sehr viele fundamentalistische und fanatische Sektierer. Übrigens nicht nur bei den Katholen, auch bei den Evangelikalen, bei einigen Missionsgesellschaften, wo man schon den jungen Leuten sagt, es lohnt das Leben einzusetzen, um einen Muslim zum Christen zu bekehren. Und diese Konstellation, die Realität ist in der Gegenwart, habe ich nur einen Dreh weitergedacht. Und wenn ich das, was diese Sekten, Bruderschaften, Orden so vertreten, weiterdenke, bin ich bei der Inquisition. Und infolgedessen habe ich eine Bruderschaft erfunden, die viele Eigenschaften bestehender Bruderschaften hat, aber einen erfundenen Namen, nämlich die Engelslegion, die eben sagt, wir erlösen die Welt, indem wir die Leute, die zu fortschrittlich denken, umbringen. Da gehört natürlich dazu Leute, die für Abtreibung eintreten, Leute, die für gleichgeschlechtliche Partnerschaften eintreten. Diese Sekten sind meistens sehr stark antisemitisch außerdem. Also das ist das, was die alles haben, was ich aber aus der Wirklichkeit genommen habe und einen Tick weiter gedacht habe. Und dann kommt die Inquisition raus. Schon ist man soweit. Wie zieht sich denn Svoboda aus der Affäre? Er ist diesmal das erste Mal eigentlich auch wirklich selber in großer Gefahr. Ja, beim Ende des ersten Krimis war er auch knapp dran. Gut, das muss der Spannung halber irgendwann passieren, dass der Kommissar nicht die ganze Zeit ungefährdet bleibt. Aber ich finde, er zieht sich eigentlich ganz gut aus der Affäre. Vor allen Dingen zieht seine Freundin sich gut aus der Affäre, die aus Erpressungsgründen dann von dieser Bruderschaft erstmal festgesetzt wird. Also die kommen schon alle gut raus dabei. Es ist nur so, dass das Problem, das eigentliche Problem dieser Inquisitoren nicht gelöst wird, sondern ich fürchte, die bestehen weiter fort. Und das ist etwas, was mir auch wichtig ist,
hinter der Spannung den gesellschaftlichen Hintergrund zu behalten. Denn wir haben natürlich nicht nur im Bereich der Konfessionen durchaus fundamentalistische Tendenzen in der Gesellschaft, auch im politischen Bereich, in vielen Bereichen. Was sicher damit zu tun hat, dass die Menschen nach einfachen Lösungen suchen in einer so unübersichtlich gewordenen Welt. Und der Fundamentalismus sagt halt, es ist doch ganz einfach, wir bringen alle Bösen um, dann bleiben die Guten übrig und die Welt ist erlöst. Und das ist etwas, was das Buch hinter dem Spannungsbogen, der nach den ersten Reaktionen offenbar groß ist, mittransportieren will und mit in die Köpfe einlagern will, dass man dann, wenn man das Buch gelesen hat, doch anfängt nachzudenken, was ist denn über den Krimi hinaus daran für uns jetzt wichtig. Man kann in dem Sinne auch nicht sagen, dass es ein Happy End wäre, weil die Figuren, mit denen sich der Leser identifiziert, heil davonkommen, weil der Hintergrund, wie gesagt, bestehen bleibt. Wie geht denn Svoboda mental aus dieser Geschichte heraus? Hat er die Nase jetzt vollends voll oder werden Sie ihn nochmal ins Feld schicken? Nein, er ist ja schon durch einen merkwürdigen Zufall in die Geschichte reingezogen worden. Und das bleibt ihm auch, er will im Grunde, er sagt ja ganz klar, ich kann kein Blut mehr sehen, es reicht mir. Und das ist etwas, was man ihm als Autor dann irgendwie nicht zubilligt auf Dauer. Also man muss ihn immer gegen seinen Willen wieder in den neuen Fall. Ich werde wahrscheinlich doch einen dritten Svoboda schreiben. Ich habe beim ersten gesagt, ich schreibe auf keinen Fall einen zweiten. Denn ich war ja nie Krimi-Autor, ich habe ja ganz andere Romane geschrieben. Und habe dann gedacht, Dürrenmatt hat gesagt, jeder Autor will mindestens einen Krimi schreiben in seinem Leben. Und den mache ich. Dann war die Reaktion von Lesern und der Kritik so schön auf dieses Im Dunkel der Zeit, dass ich dachte, na gut, habe mein Versprechen gebrochen, habe einen zweiten gemacht. Was war die Strafe? Beim zweiten fiel mir der dritte ein. Ich freue mich auf den vierten. Vielen Dank. Dankeschön.